Dann möchte ich Sie auch von meiner Seite herzlich begrüßen. Mein Name ist Bettina Scharrer. Ich werde jetzt kurz das Gesamtprojekt vorstellen und dann ein Teilprojekt. Wie Sie sehen, an den vielen Logos ist das eben ein Kooperationsprojekt, wie eben schon erwähnt, zwischen der Uni Bern und der Havel. Und wir haben sehr viele Kooperationspartner, also Städte in der Schweiz, wie Sie auch hier am Logo sehen. Und wir werden unterstützt von der, hauptsächlich von der Stiftung Mercator, aber auch von der OGG Bern. Hier sehen Sie das noch ausgedeutscht eben von unseren zwei Institutionen. Sie sehen alle Städte, die mitmachen, von Bern, Basel, Biel, Genf, Freiburg, Lausanne, St. Gallen, Winterthur und Zürich, sowie der Schweizerische Städteverband. Das Projektteam, das zähle ich jetzt nicht auf. Ich und Frau Marconi, wir haben die Co-Leitung des Projekts und auch die Städte finanzieren das Projekt mit, insbesondere auch die Stadt Bern, weil die in zwei Arbeitspaketen im Mittelpunkt steht, sowie die OGG. Was wollen wir in diesem Projekt? Also wir möchten hier einen Beitrag leisten, damit die schweizerischen Städte ihre Ernährungssysteme nachhaltiger gestalten können. Das ist relativ wichtig. In der Schweiz leben über 62% der Menschen in Städten. Wenn wir die Agglomeration dazu zählen, sind wir auf über 85%. Insofern haben die einen großen Impact. Und wir machen das auf verschiedenen Ebenen. Wir haben verschiedene Arbeitspakete. In einem Arbeitspaket, das ich jetzt dann vorstelle, schauen wir das in diesen neuen Städten an. Aber wir brechen dann runter auf die regionale Ebene und schauen genauer in der Stadt Bern, was läuft dort. Und das wird dann mit dem Arbeitspaket 3 Evelyn Marconi vorstellen. Der Projektaufbau vom Gesamtprojekt ist, wie schon gesagt, zuerst ist WP1 ist eine Vergleichsstudie und Erfahrungsaustausch zwischen den verschiedenen Städten. Wir schauen, was haben die für Strategien und was machen die, was haben die für Maßnahmen. WP2, das werden wir nicht vorstellen, das ist eine quantitative Analyse und eine Umweltbewertung der verschiedenen Lebensmittelflüsse. Da schaut man, was wird in der Stadt Bern gegessen, woher kommt diese Nahrung und auch der Food Waste und wird angeschaut und das Potenzial der Ernährung. Dann 3 geht es um die partizipative Entwicklung nachhaltiger Alternativen für das Ernährungssystem. Es geht auch um den Zugang zu gesunder Nahrung für sozial benachteiligte, einkommensschwache Familien. Und im letzten Arbeitspaket probieren wir das Ganze zusammenzubringen in einer Synergiephase. Gut, soweit zum Gesamtprojekt. Ich würde jetzt mal eingehen auf das Projekt, das, also auf den auf das Work Package Arbeitspaket 1, Vergleichsstudie und Erfahrungsaustausch zu Urban Food Governance Strategien und Aktivitäten der Schweizer Städte. Sie sehen hier als Titelbild, das ist Biel, das ist das alte Stadion, das wird jetzt genutzt zum Teil für Lebensmittel anzubauen. Vielleicht nochmal ein Blick auf die Schweiz, was ich vorhin schon mündlich gesagt habe. Sie sehen hier alle Städte in den verschiedenen Größenordnungen. Und da sehen Sie halt auch den Impact, das ist sehr, sehr verstädtert, die Schweiz, natürlich das Mittelland besonders. Und gelb umrandet sehen Sie jetzt die Städte, die wir gewinnen konnten, am Projekt teilzunehmen. Das ist Genf, Lausanne, Fribourg, Bern, Biel, Basel, Zürich, Winterthur und St. Gallen. Das Ziel hier in diesem Arbeitspaket ist, dass wir eigentlich mal erfassen möchten, was wird überhaupt in den verschiedenen Städten gemacht, was für Strategien haben die. Dann möchten wir einen sprachübergreifenden Dialog fördern und auch den Wissenstransfer, denn oft ist er ein bisschen gehemmt durch die Sprachbarriere. Und man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden. Wenn es schon was gibt in Genf, kann man das zum Teil übernehmen, zumindest von den Erfahrungen profitieren. Wir möchten hier einen Überblick geben in Form von einer Dokumentation. Und von den Städten wurde gewünscht, dann auch die verschiedenen Maßnahmen, die sie bereits haben, dass man mal schauen kann, wie ein Monitoring machen kann und die bewerten. Von unserer Seite her war es wichtig, von Anfang an einen transdisziplinären Ansatz zu wählen. Das heißt, von der Methode her wollten wir von Anfang an die Akteure einbinden. Darum haben wir schon vor Projektbeginn Verwaltungen eingebunden und wir machen Workshops. Als Outputs wird es ein White Paper geben, verschiedene Working Papers und eben dieses Monitoring-Tool.
Nun möchte ich Ihnen vielleicht ein paar Schlaglichter geben auf Handlungsfelder der Städte. Wie machen wir unsere Analyse? Wir schauen mal, was sind die wichtigsten Handlungsfelder, wo hat es Hebel, um das Ernährungssystem wirklich zu verändern? Und das ist zum Beispiel in der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung, aber auch direkt über Gesetze, über Strategien, die man entwickelt, oder auch über die landwirtschaftlichen Flächen, die Städte vielfach haben. Ich werde jetzt ein paar dieser Handlungsfelder ein bisschen ausführlicher darlegen. Ein ganz wichtiger Hebel ist die öffentliche Gemeinschaftsverpflegung. Da zählen die Kitas dazu, die Tagesschulen, die ganze Verwaltung. Und hier haben wir verschiedene Ansätze und Instrumente. Das kann von sehr einfachen Empfehlungen, die nicht verbindlich sind, bis hin zu Gesetzen gehen. Und schauen wir mal vielleicht ein bisschen konkreter, was da gemacht wurde. Ich gebe zwei Beispiele. Zum einen Lausanne. Lausanne hat schon seit 2017 einen Aktionsplan für nachhaltige Ernährung. Und die haben da verschiedene Vorstellungen, also auch Leitsätze, was sie erreichen möchten. Man kann es nicht ein bisschen klein geschrieben. Sie möchten, dass die Einkäufe über das öffentliche Beschaffungswesen, also Lebensmittel, zu 60% aus der Region kommen, zu 70% gelabelt sind, 15% Bio. Sie versuchen auch weiterhin, dass die anderen übrigen Einkäufe zu 70% aus der Schweiz kommen, dass die Nahrung, also die da angeboten wird, der Empfehlung für Gesundheit, also für nach der Pyramide ist und vegetarische Tage dabei sind. Man versucht, den Food Waste zu reduzieren und subventioniert die Mahlzeiten. Nun, es ist nicht ganz so ambitioniert, wenn wir den Blick ins Ausland werfen, zum Beispiel Nürnberg. In Nürnberg, in Süddeutschland, da hat man einen Bioanteil in Kitas von 90%, in den Schulen 75% und in der Verwaltung 50% und in Kopenhagen 90%. Aber die Schweiz steht eben, darum haben wir auch dieses Projekt gestartet, es steht eigentlich erst in den Anfängen und so seit 2015 wird mehr gemacht. Ein anderes Beispiel wäre Biel und ich möchte hier zeigen, was passiert, wenn die Öffentlichkeit sich engagiert. Hier wurde eine Initiative gestartet von Stadtbielern und eingereicht, erfolgreich, und das führte dann zu einem Gesetz, nämlich dem Reglement über gesunde Ernährung in städtischen Betreuungsinstitutionen. Und hier sehen wir es relativ ambitioniert, man bereitet direkt vor, man hat relativ einen hohen Bioanteil. Sie sehen das hier an diesen verschiedenen Beispielen. Das geht von 60% bis 100% und ist genau aufgeteilt bei welchen Lebensmitteln. Und Sie sind sehr ambitioniert. Sie möchten aus einem Umkreis von 35 Kilometer nach Möglichkeit den Einkauf gestalten und erst dann ausweiten. Also da sieht man, was passiert. Und das sind immerhin, das startet jetzt dieses Jahr, und das sind immerhin 230.000 Menüs täglich. Ein anderes Handlungsfeld ist der Umgang mit der Fläche, mit der öffentlichen Fläche. Das vergisst man, die Städte haben doch relativ viel Land. Und wie gehen sie damit um? Das können landwirtschaftliche Flächen sein, da kann man kollektive Gärten machen, Zwischennutzungen oder die, wie man früher sagte, Schrebergärten, heute heißt es Familiengärten. Hier muss man sich fragen, welche Anforderungen werden denn gestellt, das untersuchen wir, gibt es Auflagen oder wie stark werden denn diese kollektiven Gärten genutzt, und zu guter Letzt gibt es natürlich auch Nutzungskonflikte wegen dem verdichteten Bauen, also hier geht es ein bisschen Bauen versus soziale Freiräume. Interessant sind die landwirtschaftlichen Nutzflächen, denn die sind unterschiedlich, je nach Stadt hat man 150 Hektar bis 900 Hektar, also zum Beispiel Lausanne hat 900 Hektar. Und da ist aufgefallen, bei allen Städten, wenn es zum Pächterwechsel kommt, dann verlangt man mittlerweile, dass man auf Bio umstellen sollte. Die Bauernhöfe werden auch genutzt, um Lernbauernhöfe zu machen. Das ist sehr wichtig, dass man über die Bildung die Leute sensibilisieren kann oder dass man die Höfe besuchen kann. Das ist nicht jeder Hof öffentlich. Ja, und das ist in dem Sinn doch eine Möglichkeit, mit Vorbildfunktion was zu machen. Eine andere Sache sind diese Gemeinschaftsgärten. Hier ist Lausanne ein Vorreiter. Die haben auch Preise gewonnen mit Les Plantages. Und die haben relativ viele gemeinschaftliche
Flächen, die bewirtschaftet werden. Und es hat verschiedene Impacts auch auf die soziale Kohäsion und die Biodiversitätsförderung. Aber eben der Nutzungskonflikt ist hier da, Bauen versus diese Freiräume und wo ist das Potenzial für nachhaltige Ernährung. Wichtig ist vielleicht auch, ich weiß nicht, ob Sie wussten, dass es so viel Fläche gibt. Genf macht das jetzt sichtbar. Wenn ich nach Genf ziehe, dann kann ich auch hier auf der Webseite sehen, was für Gärten gibt es oder wo kann ich was anschauen. Und so kann man den Menschen auch den Zugang zu erleichtern zu solchen Projekten. Manchmal sind es auch nur kleine mit Bienen, also zum Beispiel. Also hat wirklich sehr verschiedene. Ich lade Sie ein, sich das mal anzuschauen. Das ist sehr spannend. Jetzt käme ich zu einem anderen Handlungsfeld. Das ist die Förderung der Direktvermarktung. Das kennen Sie alle, den Wochenmarkt, das ist eine Möglichkeit, oder Markthallen. Es gibt auch die Möglichkeit, Projekte finanziell zu unterstützen, indem man einen Antrag stellt an die Städte, das wird gemacht. Aber was auch noch eher neu ist, nicht in vielen Städten, ist die Schaffung von Regionalmarken, da haben Sie drei. In Genf, auch hier, Genf hat ein bisschen eine Vorreiterrolle, die sind hier schon weiter als die Deutschschweiz, die haben schon 2004 ein so Regionallabel mit relativ klaren Richtlinien entwickelt. In Zürich gibt es ein Label, das bekommen nur Betriebe, also nicht nur landwirtschaftliche, sondern auch Verarbeitungsbetriebe, die auf Stadtboden Zürich sind, nicht nur in der Region. Und dann haben wir ein ganz neues Projekt in Basel, also das ist Basel Land und Stadt, aus Stadt und Land, wo man vor allem die regionalen Wertschöpfungsketten stärken möchte. Gut, dann käme ich noch zu einem anderen Handlungsfeld, das ist die Sensibilisierung. Sensibilisierung wird vor allem gemacht über Großveranstaltungen, vielleicht haben Sie das mitbekommen in Bern mit der Culinata oder Food Waste Festivals und so weiter. Wichtig sind hier auch, also da gibt es auch größere, zum Beispiel Semaine de la Goût, die Genusswochen. Und das größte Festival ist in Genf, das ist das Festi Terroir, Festival de la Vente Directe et du Bio. Allerdings kommen die auch an eine Grenze, die Leute gehen da gern hin, aber einkaufen tun sie dann trotzdem wieder nicht unbedingt direkt vom Bauern. Das ist also schon evaluiert worden. Anderes, was Sie hier sehen, was sehr wichtig ist, ist eigentlich schon bei den Kindern anzusetzen. Und das haben wir hier mit diesen Lernbauernhöfen, aber auch mit Veranstaltungen, wo Kinder kochen können. Das sollte auch mehr in die Lehrpläne kommen. Das schauen wir auch an. Und zu guter Letzt können Städte natürlich auch zivilgesellschaftliche Projekte unterstützen. Hier haben Sie Beispiele aus Bern, das ist das oberste Foto aus Basel und da drüben Zürich. Da haben sich Ernährungsforen gebildet und zum Beispiel in Bern wurde das am Anfang auch mit unterstützt von der Stadt. Jetzt ist dieses Forum unabhängig. Insofern können hier Städte schon eine Wirkung haben. Und einen anderen Weg geht Winterthur, die machen sogenannte Bürgerpanel, wo ziemlich viele Leute angefragt werden, die dann kommen und ihre Vorstellungen, wie das Ernährungssystem sich entwickeln sollte, diskutieren. Das ist ein bisschen ein anderer Ansatz. Gut, damit wäre ich am Ende zu dem kurzen Einblick zu unserem Arbeitspaket 1 und übergebe jetzt an Evelyn. Vielen Dank, Bettina, für die Einführung ins Projekt und fürs Vorstellen des ersten Arbeitspaketes. Wie gesagt, oder was sie schon gesagt hat, das Projekt besteht aus drei Arbeitspaketen und gerne möchte ich jetzt auf das dritte Arbeitspaket noch eingehen. Und hier geht es um die partizipative Entwicklung nachhaltigerer Alternativen für das Ernährungssystem Bern. Und das heißt, also du hast jetzt schon viel gesagt, was man machen kann auf städtischer Ebene, dass die Ernährung nachhaltiger wird. Und uns ist aber auch wichtig, dass es auch wirklich zugänglich ist für alle Personen. Und wir schauen das in Bern an, also auch zugänglich für alle Bernerinnen und Berner. Also eine sozial gerechte Ernährung für alle. Das heißt, Armut ist in der Schweiz ist ein Thema. Also ich habe ein paar Zahlen vom Bundesamt für Statistik rausgesucht. 2020, also noch eigentlich bevor die ganze Herausforderung mit Corona kam, waren 722.000 von Armut betroffen. Die Armutsgrenze liegt bei Einzelpersonen etwa bei 2279 Franken pro Monat und für einen Haushalt mit zwei Kindern und Partner, Partnerin bei etwa bei 3963 Franken pro Monat.
Und jetzt könnte man sagen, okay, eben in der Schweiz gibt es doch Armut nicht, aber eben es gibt Armut und es gibt teilweise, also ich habe dann so ein bisschen auch in der Zeitung geschaut in den letzten Wochen, was da publiziert wurde. Also ein Artikel, da ist zwar schon von letztem Jahr, hat gesagt, in der Schweiz gibt es mehr Armut als in anderen Ländern. Damit ist die Armutsgefährdungsquote gemeint, die in der Schweiz bei 15,5 liegt, im Vergleich zu Frankreich eben bei wo es 13,8% ist. Aber auch, man müsste jetzt meinen, okay, die sind alle die von Armut betroffenen Personen, die werden vielleicht keine Arbeit und auch das ist nicht der Fall, das ist ein sehr viel Working Poor darunter, sogar ein Anteil von ungefähr der Hälfte, die eigentlich eine Arbeit haben, aber denen es natürlich nicht reicht, dann eben zum Leben und dann auch nicht für eine sozial gerechte Ernährung. Hier gibt es auch noch nicht sehr viel Forschung, also das hat mich selber auch überrascht, als wir am Anfang die Literatur sind, zumindest im deutschsprachigen Bereich oder im Raum. Und das heißt eben auch dieses Zusammentun von Armut und Ernährung, es hat uns interessiert und wir wollten aber auch Bedürfnisse verstehen. Das heißt, uns hat auch das ganze Transformative, das gemeinsame Bedürfnis verstehen und Lösungen zu entwickeln. Das hat uns angetrieben, als wir angefangen haben mit dem Forschungsprojekt oder mit diesem Teil. Was ich besonders toll finde auch an diesem Arbeitspaket ist, dass es gemeinsam auch ist mit der Stadt, mit dem Amt für Umweltschutz, die uns auch unterstützen, auch mit uns arbeiten, eben auch partizipativ, nicht nur finanziell unterstützen, sondern wirklich auch mit dabei sind. Armut, Ernährung, das ist sehr stark miteinander verknüpft, also Gesundheit, Ernährung hängen stark miteinander zusammen. Gemäß Leonhäuser sagt eben, dass es eben auch wenig Studien bisher gibt zur Ernährungsstatur einkommensarmer Bevölkerungsgruppen. Und dabei ist doch die Ernährung, auch wie schon der Sozialwissenschaftler Marcel Mauss gesagt hat, ein soziales Totalphänomen. Also müsste man doch da auch noch mal mehr hinschauen. Dann auch Urli Mäder hat gesagt, dass gerade die Lebenserwartung, die steigt von der untersten zur obersten Einkommensgruppe kontinuierlich, auch in der Schweiz. Und dann kommt da natürlich auch hinzu die schlechte Ernährung, das Übergewicht, der Konsum von Fast Food beispielsweise, gerade in einkommensschwachen Familien, wo es viel mehr verbreitet auch ist. Und die Lösung wäre natürlich die unteren Löhne anzuheben, was kurzfristig nicht möglich ist. Das heißt, wir müssen auch schauen, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Man kann Ernährung und Armut wie nicht, oder es gibt diesen Begriff Ernährungsarmut von Setznagel, und das ist nicht nur, bedeutet nicht nur, dass man zu wenig Lebensmittel zur Verfügung hat, um überhaupt satt zu werden, sondern es geht auch wirklich um diese ganze soziale Dimension, also die Beeinträchtigung von sozialen Beziehungen beispielsweise. Wenn Sie sich vorstellen, Sie laden jemand Armutsbetroffenen ein, aber bekommen wie nie eine Gegeneinladung, das kann natürlich auch irgendwas mit den Beziehungen auslösen. Es hat auch eine kulturelle Dimension, wenn es um Geschmack geht. Es hat auch eine psychische, also es ist ja auch ein Selbstwertgefühl, aber auch eine physiologische Versorgung mit Nährstoffen. Das war so ein bisschen, worum wir angefangen haben. Und wir sagten, okay, jetzt wollen wir ins Feld gehen. Wir wollen schauen, in Bern sind in ein Quartier gegangen, wo sehr viel von Armutsbetroffenen leben. Und haben uns die Frage gestellt, wie können wir gesunde und nachhaltige Lebensmittel für sozial benachteiligte und einkommensschwache Familien in Bern gerecht zugänglich machen. Wie ich schon gesagt, uns interessieren die Ansprüche, aber auch die Herausforderungen und natürlich dann letztendlich, auch weil es auch mit dem Amt für Umweltschutz zusammen ist, auch gibt es politische Lösungsstrategien, welche benötigt es und wie können wir diese auch umsetzen. Und wie schon gesagt, gemeinsam, also partizipativ, gemeinsam Verständnis fördern, gemeinsam Lösungen entwickeln, auch mit den von Armut Betroffenen. Das heißt, das ist erst am Anfang vom Projekt, wir hatten erste Workshops in diesem Quartier. Bislang, müssen wir sagen, hatten wir sehr viel Migrantinnen und Migranten, sind noch nicht so wirklich an die Schweizerinnen und Schweizer rangekommen. Das ist noch eine große Herausforderung, die wir uns jetzt stellen. Also in den nächsten Workshops ist das etwas, wo wir verstärkt auch angehen möchten. Natürlich ist Armut, das ist vielleicht auch immer noch so ein bisschen so ein Stigma. Man spricht auch nicht darüber. Auch das ist sicher etwas, wo wir ändern müssen. Aber nichtsdestotrotz hatten wir auch jetzt schon wirklich super spannend, also ich fand eben, es hat extrem Spaß gemacht, es war eine super tolle Gruppe, wir hatten sehr spannende Ergebnisse jetzt schon und ich denke, also wichtig bei der Ernährung ist allen eine frische und geschmackvolle Ernährung, dass sie preisgünstig zugänglich ist. Es werden aber auch immer wieder Angebote, Rabatte wahrgenommen, man organisiert sich ganz, also auch das hat mich irgendwie fasziniert in dieser Community, dass man sich auch sehr stark organisiert, auch mal zusammenkocht, auch mal aushilft. Also dass auch da sich auch vielleicht irgendwas Soziales daraus entwickelt hat.
Auch wenn man sich vielleicht nicht unbedingt leisten kann, in ein Restaurant zu gehen, was ich mir persönlich wie gar nicht vorstellen kann, aber doch auch Realität ist, dass man einfach sich nicht leisten kann, in der Schweiz ein Restaurant zu gehen. Dass man aber dann versucht, zu Hause vielleicht einmal im Monat so einen Restauranttag macht, auch Freunde einlädt und dann irgendwie so ein bisschen gestaltet, als wäre es so diese Atmosphäre, damit man die wie auch nachempfinden kann. Dann haben wir auch so ein bisschen die Umgebung angeschaut. Das ist auch immer was. Also in den USA ist es ganz extrem mit so Food Deserts, dass man vielleicht drumherum gar nicht die Möglichkeit hat, frisches Lebensmittel zu erstehen, also dass die gar nicht zugänglich sind. Das ist in der Schweiz natürlich noch nicht so, aber auch wenn man sieht, okay, wo, welche Läden befinden sich, auch das konnten wir ein bisschen anschauen. Also wie ist auch der Zugang beispielsweise zu biologischen Lebensmitteln, wobei das auch etwas war, wo sehr stark diskutiert wurde. Auch oftmals hat da vielleicht auch das Vertrauen im Bio-Label gefehlt. Auch teilweise war nicht ganz klar, also auch dieses Wissen, was steckt dahinter, das war auch etwas, was sehr stark diskutiert wurde. Ebenfalls der Fleischkonsum. Also es waren sich alle bewusst, dass wir unseren Fleischkonsum reduzieren müssen. Aber teilweise gab es auch Herausforderungen, wenn natürlich vielleicht die Ansprüche von der Familie da sind. Also man sagt auch so verschiedene Konventionen, also wie die eigene Konvention mit der Familie. Also das kommt jetzt schon so ein bisschen zu den Herausforderungen. Genau. Und auch eine offene Frage, was ist denn jetzt eigentlich eine gesunde Ernährung? Außer dass es da auch gar nicht immer so klar war. Und wie viel Fleisch darf ich denn jetzt oder soll ich denn jetzt essen, damit ich mich zwar noch nachhaltig, aber eben auch gesund ernähre? Dann habe ich hier ein paar spannende Zitate rausgesucht. Also eben, das ist sicher auch Corona geschuldet. Geld spielt immer mehr eine Rolle. Also das haben alle so gesehen. Also eben, es kam auch immer wieder, gerade mit Kindern, man möchte, dass die Kinder sich gesund ernähren. Aber wenn das Brokkoli vielleicht nicht den Geschmack hat, weil es nicht so frisch ist, weil man das irgendwo billig irgendwie in einem Discounter stehen musste, wo vielleicht irgendwie doch nicht die Qualität hat, die man gerne hätte, dass dann die Kinder vielleicht nachher sagen, oh, ich esse jetzt kein Brokkoli mehr. Oder dass sie auch solche Themen kamen auf, also auch mit dem Geschmack. Dann, wie gesagt, wir hatten Migrantinnen und Migranten mehrheitlich, haben so gesagt, sie würden aber auch trotzdem eben auch gerne ihre traditionelle Ernährung weitergeben. Und auch hier ist natürlich die Herausforderung, eben welche Lebensmittel kann ich wo kaufen und dass es trotzdem noch eine Regionalität hat. Und letztendlich eben, wie schon gesagt, diese offenen Fragen, also das Wissen auch, was bedeutet eine gesunde Ernährung, warum ist Bio teurer, ist Bio wirklich gesünder, wie lange kann man abgelaufene Lebensmittel konsumieren. Das sind alles allgemeine Diskussionsthemen, die aufkamen. Vielleicht sonst nochmal zu den Ergebnissen. Eben, also ich denke auch, was vielmals diskutiert wurde, also ich denke so dieser Anspruch, sich gesund zu ernähren und auch regional, der ist wahrscheinlich in vielen gesellschaftlichen Schichten auch angekommen. Aber einfach wirklich auch so die Frage, okay, aber wie setze ich das jetzt um? Und da denke ich, ist sicher auch Bettina von den Städten her sicher, was du erforschst, super wichtig, oder? Wo man sich ja auch vielleicht noch eben, wie du gesagt hast, den Kitas etwas machen kann. Aber diese Sachen entwickeln wir jetzt erst. Also das wie erst, was jetzt zukünftig noch im Forschungsprojekt, die politischen Ansätze, wo wir noch heraus erforschen wollen gemeinsam. Dann haben wir im Projekt verschiedene Herausforderungen, auch offene Fragen. Also eine Herausforderung habe ich schon genannt. Bislang sind wir noch nicht so wirklich an die Schweizerinnen und Schweizer rangekommen. Das ist eine große Herausforderung. Wir konnten schon mal Einzelinterviews machen, da war es fast einfacher. Also das haben wir geschafft. Aber eben dieser partizipative Ansatz, der hat sich bisher eher schwierig gestaltet. Da sind wir auch im Austausch mit anderen Forschern im In- und Ausland, um eben dieser Herausforderung auch irgendwie dem nachzugehen und schauen, wie wir das angehen können. Dann natürlich ganz allgemeine Herausforderung der ko-kreativen Forschung. Also das ist schon klar, die Workshops finden am Wochenende statt, wenn die Leute auch Zeit haben. Das wäre eigentlich jetzt in dem Sinn ja nicht von uns Forschenden die reguläre Arbeitszeit. Also sicher ist das etwas oder auch natürlich auch die Abgrenzung ist etwas, wenn man sich sehr stark ins Feld bewegt. Vielleicht auch Rollenkonflikte, also verschiedene, wo natürlich ganz speziell sind, auch für die partizipative Methoden, wo man sich auch nochmal ganz anders auf die Forschung einlässt und auch wie versucht, ja auch was gemeinsam zu machen. Dann auch weitere Herausforderungen, jetzt Deutschkenntnisse können eine Herausforderung sein, dann auch die Panelmortalität, also wir haben verschiedene Workshops geplant mit derselben Gruppe, da ist immer wieder die Frage, wie können wir diese Motivation aufrechterhalten, dass die Leute auch kommen. Und da haben wir uns auch lange überlegt, bezahlen wir die Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmer?
und haben dann auch dort uns erkundigt im In- und Ausland, wie es ähnlich gemacht wird bei vergleichbaren Projekten, nicht unbedingt bei der Ernährung, aber vielleicht auch mit anderen Handlungsfeldern, haben uns entschlossen, dass wir etwas bezahlen, weil wir sind ja auch bezahlt und so sind wir dann vielleicht auch mehr auf derselben Augenhöhe, aber haben das wie auch nicht vorher so ganz offen kommuniziert, dass trotzdem noch eine intrinsische Motivation dabei war, überhaupt bei den Workshops mitzumachen. Dann auch der Grad der Partizipation, also ist auch eine Herausforderung, wo wir immer wieder sehen, also dass wir, möchten wir gemeinsam auch die Ergebnisse analysieren oder die Forschungsfrage, das war schon vom Geldgeber eigentlich so gestellt, dass wir die eigentlich von vornherein schon ein bisschen zumindest eingrenzen mussten. Also man könnte auch so partizipativ vorgehen, dass man auch gemeinsam die Forschungsfrage entwickelt mit den Erforschten, das haben wir nicht gemacht. Wir werden auch die Auswertung selber machen, aber immerhin diese Forschung, also sieht dann auch so aus, dass zum Beispiel die Beforschten dann Fotos machen von ihrem Alltag, mit uns immer wieder in Kommunikation treten. Wir haben extra ein Natel dafür gekauft, wo immer wieder WhatsApps geschickt werden mit Fotos, damit wir so diesen Ernährungsalltag auch besser verstehen können. Und haben auch immer wieder gefragt, was sind die Erwartungen, wie könnte der nächste Workshop aussehen, wie könnten wir den nächsten Workshop gestalten, was habt ihr auch noch für Bedürfnisse? Genau. Ja, und dann eben weitere offene Fragen ist natürlich eben, wie geht es weiter mit der nächsten Gruppe? Also wir haben jetzt die erste Gruppe, die haben wir. Wir wollen aber noch zwei weitere Gruppen haben. Wie können wir weitere Daten generieren? Schaffen wir es nochmal Workshops mit bislang sind es 12 Personen, die da mitmachen? Also ich denke, das ist auch eine gute Größe. Zu viel wäre dann auch wieder nicht gut, weil es ja doch noch irgendwas Persönliches haben sollte. Und genau, und auch, ja, also es sind verschiedene Fragen, die auch auf uns zukommen, was super spannend ist, was auch für uns neu ist. Und wir hoffen, dass wir dann mit unserem Projekt, also auch mit allen drei Arbeitspaketen, dass wir einen Beitrag leisten können für eine nachhaltige Transformation unserer Ernährungssysteme. Weil eben, wie Sie wissen, so viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Und wir, ja, das hat man ja jetzt, denke ich, auch wieder diesen Winter gesehen mit dem Klimawandel. Und wir müssen was machen und sind froh, dass wir das Projekt so starten dürfen und freuen uns auch auf weitere Erkenntnisse und sind auch neugierig, was da noch rauskommt. Vielen Dank fürs Kommen und Zuhören.